Was treibt Sie denn auf die Inhorgenta? Diese wunderbare Einladung zu diesem wunderbaren Event treibt mich auf die Inhorgenta. Und Ihr persönliches Highlight heute? Also mein persönliches Highlight war wirklich diese Show, die in sich so stimmig und so perfekt war. Mich hat es gar kaum auf dem Sitz gehalten. Geht natürlich nicht, weil man ja immer so ein bisschen Ruhe geben muss. Aber ich fand das ganz toll. Wunderschöne Models, wunderschöner Schmuck, wunderschöne Kleidung, großartig inszeniert, tolle Musik. Also ich bin ganz hin und weg. Haben Sie für sich auch ein passendes Schmuckstück gefunden? Ja, ich habe meinen eigenen von meiner Kollektion, Guardian Angels. Ah, sehr gut. Ja. Wo kann man denn die kaufen? Noch gar nicht, das ist ein Prototyp. Aber meine Blusen kann man kaufen und meine Gehröcke. Sehr schön, das ja. Freut uns. Und bald vielleicht auch meinen Schmuck. Also heute führe ich mir meine Probe, mein Muster, Engelchen aus. Und was steht in nächster Zeit an? In nächster Zeit steht einiges an, ja. Weiter designen. Ich habe einige neue Kollektionen in Planung. Ich habe eine Agentur, moderiere wieder, stehe also auch für Moderation wieder zur Verfügung, habe auch daran wieder Spaß gefunden und habe gut zu tun mit meinen zwei Hunden in Garmisch. Langweilig wird es mir nicht. Und heute Abend geht es noch auf die Aftershow-Party? Ja, kurz, aber ich muss ja nach Garmisch zurückfahren, also muss ich brav sein und dann, so kurz. Verstehe. Super, dann wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. Danke fürs Interview. Danke, ciao. Tschüss.